Jan Sommer war für mich relativ souverän in im Ballspiel, also im Ballspiel, sag ich schon, im Ballfangen, Strafraumbeherrschung und so weiter. Am Ball sind viele Abschläge leider wieder mal beim Gegner gelandet. Aber sonst finde ich es eine Leistung Ja, okay. und ein wirklich schlechter Pass zur Außenlinie ist dann, der direkt beim Gegner gelandet Stimmt, ist. ja, das war in der ersten Halbzeit noch, ne? Genau, Ja. 25 Meter vorm Tor, das war ziemlich. Aber ansonsten war es Okay. souverän. Machen wir gelb-grün, Michael? Bist du da einverstanden? Der schweigende Michael. Ich bin da sehr So. einverstanden. Okay. Viererkette. Linke Seite, die schwächere Seite finde ich generell gestern im Vergleich zur rechten. Oskar Wendt hatte jetzt hinten nicht so viel zu tun, aber er ist, wie auch schon gegen München, nach vorne irgendwie relativ gehemmt, finde ich. Ja, nach außen ist er, nach vorne ist er nicht auffällig geworden. Nach hinten ist ja insgesamt nichts angebrannt bei dem Gegner. Ja, gelb-grün auch. Ja, ich würde sagen, wir lassen uns mal bei Gelb. Wir müssen ein bisschen Farbenlehre machen, oder? Michael, was sagst du? Ich finde Gelb auch okay, weil Wendt hat mir so gut nicht gefallen. War nicht so auffällig, dass er sich vielleicht den Grün hätte noch verdienen können. Jetzt wird Aber der Gast überstimmt. ja, aber Ist nicht grundsätzlich bin ich schlimm. auch immer Fan, Grünen dazu zu machen, aber ich glaube, wir werden noch einige Grüne hier platzieren Ja, dann, ja. ja. Okay, Innenverteidigung. Ich glaube, da geht es dann mit den Grünen schon los. Vestergaard, für mich starke Leistung. Ja, Lange, uneingeschränkt. coole lange Bälle gespielt, die auch ankamen im größten Teil. Auch mal ein Dribbling nach vorne angesetzt, hinten überhaupt nichts anbrennen lassen. Ja. Ne? Und Ginter, ja, etwas unauffälliger, aber auch gut. Aber er hat auch einen von diesen starken Bällen nach vorne, die Ja. quasi direkt im Strafraum ankam, hat er auch gespielt. Ja. Ihr entscheidet, Ja, was ich würde meint auch ihr? sagen, wir bleiben bei Grün, oder? Grün. Grün, ja. Michael ist unser letzter Wertungsrichter da. Ich Also hast schon gesetzt, ja, ich sehe das ja nicht. So. Okay, Nico Elvedi. Nico Elvedi hat mir. Normalerweise hat er immer richtig zwei Böcke drin in jedem Spiel. Dieses Mal ist es mir nicht so aufgefallen. Ich fand die Leistung eigentlich souverän, weil insgesamt nichts angebrannt Ja, ist. aber er hat vorne auch zwei, dreimal ist er gut geschickt worden, hat was gemacht und hat seine Seite gut im Griff gehabt. Von daher auch da sehe ich keinen Grund, Ja. das nicht positiv einzufärben, das Ganze. Kommen wir zur Doppel-Sechs. Fangen wir mit Danny Zakaria an. Ein bisschen unauffälliger. Bisschen unauffälliger, aber auch bissig in den Zweikämpfen ohne Brutalität. Mir ist keine Szene im Kopf geblieben, in der einen schlimmen Ballverlust produziert hätte. Und er hat auch ein, zwei Mal hat er mal wieder ein bisschen Pace gegeben. Michael, was würdest du sagen? Ich würde ihm auch, glaube ich, einen Grünen geben, weil gute Leistung. Und ja, er hatte defensiv, das ist ja eigentlich sein Spiel, nicht so viel zu tun wie sonst. Und deswegen, er sieht ein bisschen behämmert aus. Ich fühle mich eher wie so ein Nummerngirl hier. Nee, aber ich glaube trotzdem, Grün ist angebracht. Ja. Okay, bei Kramer müssen wir darüber nicht reden. Ich denke, das war eine super motivierte, am Anfang noch relativ unauffällig, dann nachher spätestens ab dem Tor sehr motivierte Leistung. Einige versuchte und zum Teil erfolgreiche Kabinettstückchen in der zweiten Halbzeit. Ja, aber mit dem Tor, das sicher in der Bundesliga-Rückschau gut gezeigt werden könnte, Ja. auch den Grünen. Ja, absolut. Es wird Zeit, mal wieder farblich zu mischen. Thorgan Hazard, vielleicht so ein bisschen der Spieler in der Offensive, der ein bisschen abgefallen ist. Jetzt nicht, dass er sich nicht reingehängt hätte, nicht, dass er auch die eine oder andere gute Aktion hatte, aber irgendwie die linke Seite ziemlich unauffällig, wie ich fand. Ja, kam wenig gute Aktion Michael hat über ihm die schon irgendeine linke Smiley Seite. gemacht, ich weiß nicht Also was. er wird den gelben und den grünen gelegt haben zusammen. Das hast du völlig richtig erkannt. Hier ist kein Spiegel, ja, dass ich das sehe. Ja. Okay, ja, damit bin ich auch einverstanden. Jonas Hofmann muss man jetzt mal sagen, wie auch schon ansatzweise in den ersten 20 Minuten in München, eine gute Leistung, definitiv. Nur, warum kann der Mann einfach kein Tor schießen? Also, der steht vor dem 2-0, nimmt er den Ball fantastisch an Ja. und kriegt ihn dann nicht im Tor untergebracht. Und auch in der zweiten Halbzeit tolles Solo, wirklich mal eigentlich auch mit Tempo. Aber warum macht er das Tor nicht? Ich weiß es auch nicht. Ich weiß es auch nicht. Der Abschluss, muss man sagen, nach seinem tollen Solo, fünf gegnerische Spieler aussteigen lässt, da hat der Castells sich sehr schön lang gemacht. Der geht vielleicht auch mal rein.
Aber ein Goalgetter wird er nicht mehr. Also so ein Ball, den muss er in die kurze Ecke schießen. Weil Castells rechnet damit, dass er in die lange Ecke schießt. Und er hat eigentlich auch, der Abschluss war nicht schlecht und den hält Castells definitiv auch super. Aber er hat so viel Zeit und kann sich eigentlich genau die Ecke ausgucken. Und ein Fußballtor, wenn man mal davor steht, 6 Meter davor, ist groß. Und wenn der Torwart schon so nach außen spekuliert, dann kann er ruhig mal versuchen, den innen reinzuschießen. Hat er gesehen, wie es geht bei Stindl. Ja, genau. Ja, weil Castells ja auch gegen Stindl schon eine super Parade gezeigt hat. Ja. Da sind wir übrigens denn jetzt bei Stindl, ne? Ja, genau. Dann können wir direkt übergehen. Stindl. Du hast Hofmann einen Grünen gegeben, gehe ich mal von aus. Ja. Ja, ja, der Captain war wieder der Captain und hat entsprechend auf dem Platz auch gezeigt, wie man vorangeht, aus meiner Sicht. Ja, das ist ein klares Signal gewesen, wie er den Ball wirklich dann die Maschen gedroschen hat zum 1-0 und dann schade, dass es 2-0 nach Zakaria, das hat man übrigens gar nicht erwähnt, eben fantastische Vorarbeit davor, vor Stindls Großchance in der ersten Halbzeit. Auch eigentlich guter Abschluss, aber sehr gute Fußparade davon von Castells. Bester Wolfsburger natürlich, ja. Auf dem Platz. Ja. Ja, genau, von daher Stindl wunderbar grün und das ist das, was wir vom Kapitän sehen wollen. Ja. Ja. Ohne Einschränkung. Ja. Raphael, ein bisschen anderer Fall oder sagen wir mal etwas wechselhafter Fall, oder? Ja, auf der einen Seite hat er gute Aktion gehabt, hat 2 Kämpfe geführt, ist in die Dribblings gegangen, wirkte auf mich auch nicht wie ein Spieler am Ende seiner Karriere von der Dynamik, aber dann natürlich auch mit ordentlich Schatten, so darf er sich nicht provozieren lassen und die richtig effektiv war in einigen anderen Szenen auch nicht. Ja, das geht im Moment ab. Gut, er macht das Tor und er macht ja auch den Abstauber, macht er super. Also den muss man erstmal auch so reinknallen. Ja. Der Abstauber ist vielleicht schon fast zu wenig gesagt. Also das macht er dann gut. Ja. Den haut er auch voll rein und von daher, also eine Mischung, Michael, würde ich mal sagen, oder? Hast du wahrscheinlich schon gemacht. Nee. Noch nicht? Okay. Wir müssen das nochmal koordinieren demnächst für die Zukunft. Passt auch. Ja. Gut, ja, auch nochmal erfreulich natürlich die Einwechslungen. Alles 3 Rekonvaleszenten, die da ihr die Comeback geben durften und vor allen Dingen natürlich frenetischer Applaus für Ibo Traoré nach der langen Leidenszeit. Ja, so eine Feierstimmung habe ich lange nicht mehr bei einer Einwechslung gesehen. Ja. Ja. Ja, und hat ja auch ein paar gute Aktionen noch gehabt. 1-2 Gegner aussteigen lassen mit seiner Quirligkeit. Also Robin-like ist er da einmal schön nach innen gezogen. Ja. Das habe ich. Ja, und ich bin ja auch wieder dabei. Strobel hatte ja schon gegen München mal gedurft, in Anführungsstrichen, ein paar Minütchen. Aber ja, das heißt, es sind wieder mehr Leute da, mehr Auswahl ist da. Reden wir über einen Spieler, der nicht im Kader war, was natürlich schon ein bisschen nochmal ein Zeichen war. Es gab unter der Woche auch die Frage, was ist mit Vincenzo Grifo? Und Borussia hatte in seinem eigenen Borussen-News in dieser Woche ihn auch im Interview. Ja. Nach dem Motto, wir freuen uns auf das Spiel, die Aufgabe und so weiter. Und dann setzt Dieter Hecking ihn tatsächlich auf die Tribüne. Ist natürlich schon ein heftiges Zeichen, muss man sagen. Ja, man kann da auch, man kann es nicht verstehen, das ist die Sache. Also, weiß nicht, ob Hecking da irgendwie ein Problem mit seiner Spielweise hat oder meint, er sei noch nicht bereit dafür, in seinem Team zu spielen. Also, vor allen Dingen mit dem Ausfall jetzt von Hermann ist eigentlich ein Kaderplatz frei geworden, der eigentlich dauerhaft aus meiner Sicht für ihn hätte sein können. Gut, Traoré ist wieder zurückgekommen, aber dennoch unverständlich, warum er so gar keine Rolle spielt. Also wenn man das alte Spiel von Grifo, bei uns hat das ja noch überhaupt nicht zeigen können. Zumindest oder fast nicht. Nur in Ansätzen. Oder gegen Hoffenheim oder ansonsten nur in Ansätzen. Ja, so. Ja, wenn man das aber sieht, wäre das eigentlich, glaube ich, genau das richtige Spiel für ihn gewesen. Platz kann mit Tempo reingehen. Körperlich ist er ja eigentlich relativ gut aufgestellt. Ja. Ja, es wäre eigentlich sein Spiel gewesen. Und ein Befreiungsschlag bei diesen schlechten Abwehrreihen da. Ja, und da muss ich sagen, es gab ja angeblich vor ein paar Wochen diese Aussprache, die wurde ja auch in der Presse damals thematisiert, Dieter Hecking wurde ja konkret darauf angesprochen und dann hieß es, die Trainingsleistungen sind in Ordnung, dann hat er sich ja wieder verletzt, war jetzt in München dabei, dann und das finde ich halt wirklich das Unschöne an der ganzen Geschichte, dass er gegen München in so einer Phase eingewechselt wird, wo nichts mehr zu gewinnen ist und sich da wirklich undankbar und aufreiben muss, in so einem Scheißspiel, muss man ja mal sagen, und dann in der nächsten Woche noch nicht mal die Chance bekommt, sich im Kader oder durch eine Einwechslung oder eigentlich wäre der richtige Schritt gewesen, von Anfang an sich zu rehabilitieren. Also das ist eine Geschichte, wo ich glaube, dass manchmal passt es zwischen bestimmten Trainern und bestimmten Spielern nicht. Ich hoffe, dass das nicht für immer so gilt für die beiden bei Grifo. Ich halte ihn nach wie vor für einen guten Spieler und ich würde das Potenzial gern mehr bei Borussia sehen. Ja? Das jetzt wurde ja von allen Verantwortlichen
beteuert, von zumindest von Hecking und Eberl unisono, dass mit Hecking weitergemacht wird nächste Saison. Das ist ein Spieler, der ist jung, der wird bestimmt 2 Millionen pro Jahr bei uns verdienen. Bestimmt. Ja. Ja. Den auf die Tribüne zu setzen, den kann man sicher auch noch, den haben wir ja damals relativ günstig über die Ausstiegsklausel bekommen, wenn ich mich recht entsinne. Ja. Den kann man mit einem gewissen Gewinn auf jeden Fall noch weiterverkaufen. Den nur auf die Tribüne zu setzen, so dicke hat die Borussia es auch nicht. Da müssen sie eine Grundsatzentscheidung treffen. Aber ganz ehrlich, gebe ich dir recht, nur das würde ich jetzt noch nicht mal als eine rein finanzielle Geschichte sehen. Das ist einfach ein Mann, der uns weiterbringen kann. Allein schon diese Stärke bei Standards, die er hat. Das ist etwas, so eine Waffe setzt man sich eigentlich aus Prinzip mal auf die Bank. Ja. Stindl hat jetzt die Ecken geschossen gestern, der hat auch gut geschossen, wobei ihm natürlich so ein bisschen dann die Stärke im Strafraum dann fehlt, die er ja mitbringt. Aber dafür ist Grifo natürlich prädestiniert. Ja, klar. Und ganz ehrlich, da muss irgendwas abgehen und da muss es auch nochmal ein klärendes Gespräch geben, weil so jemanden, wir haben es in Freiburg gesehen, da ist einfach wahnsinnig viel Talent und warum das nicht passt, das können wir wirklich nur orakeln. Ja.